Ja, ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei uns im Studio 3, auch im Namen unseres Landesdirektors Robert Unterweger. Wir haben Sommerpause gehabt. Das ist jetzt insgesamt schon das 12. Tiroler Gesundheitsgespräch von ORF Tirol, Tirol Kliniken und der Tiroler Krone. Wir sollten heute viel mehr sein. Es ist ein interessantes Thema. Es haben sich sehr viele angemeldet, aber vielleicht haben Sie selber gemerkt, es ist ein bisschen Chaos in Tirol, geschuldet dem Feiertag morgen in Deutschland. Jetzt sind die Straßen verstopft und viele sind nur irgendwo, aber wir fangen jetzt an. Wir sind eine kleine, freie Gruppe und wollen auch Sie gut heute über Rheuma informieren. Ja, was ist Rheuma? Wenn man diese Frage jetzt so wahllos an verschiedene Menschen stellt, dann kommt zu 95% sicher die Antwort, ja, das kenne ich. Die Oma hat oft das Rheumatische, da tut es ein bisschen weh und vor allem dann, wenn das Wetter umschlägt, aber nichts Dramatisches. Leider ist es noch genauso in vielen Köpfen verankert. Allerdings, es ist nicht nur eine alte Leute-Krankheit, wie wir heute hören werden. Es sind 2 Millionen Menschen, die an diesen Schmerzen des Bewegungsapparates leiden. Und ob das wirklich was mit dem Wetter zu tun hat, versuchen wir auch heute zu klären. Wir haben hier 2 Experten und eine betroffene Patientin, die ganz viel über dieses Krankheits- oder diese Krankheitsbilder erzählen und erklären können. Man sagt ja auch, es ist die Krankheit mit den 100 verschiedenen Gesichtern. Behandlungsmethoden, wichtiger Punkt, was gibt es da alles und wie ist auch der Stand der Wissenschaft? Es wird ja immer und überall geforscht, aber bringt es was, wie weit ist man da bei Rheuma? Darüber werden wir heute am Podium diskutieren, eben mit unseren 3 Gästen. Im Anschluss, wenn es dann noch so allgemeine Fragen gibt, die wir nicht beantwortet haben, bitte gerne Fragen stellen. Gibt es ein Mikrofon, das zu Ihnen wandert? Und wenn es um was Spezielles, um was Persönliches geht, dann bleiben unsere Experten noch gerne ein bisschen da draußen im Foyer, dann auch beim Glas Wein oder was auch immer, kann man dann noch gerne persönlich auch mit den Ärzten sprechen, wenn Sie mögen. Jetzt holen wir Sie einmal aufs Podium. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich Dozent Johann Gruber. Schönen guten Abend. Frau Buja-Mühlburger. Und dann, schön, dass er da ist, der Dr. Wolfgang Halder. Dann darf ich mal die Herrschaften vorstellen, damit sie auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Universitätsdozent Dr. Johann Gruber, leitender Oberarzt mit Schwerpunkt Rheumatologie an der Inneren Medizin der Tirol Kliniken. Nochmal vielen Dank für die Zeit. Rheuma, Schmerzen, wenn das Wetter umschlägt. So haben wir vielleicht ein bisschen lapidar und provokant die Diskussion genannt. Dazu gerne von Ihnen so aber erste Gedanken. Ja, schönen guten Abend, Frau Kohler. Ich glaube, der liebe Gott und Sie haben heute einen Pakt geschlossen, weil Sie haben genau in dieser Woche dieses Wetter, der liebe Gott hat genau in dieser Woche dieses Wetter gemacht, wo die Rheumatiker am meisten Beschwerden haben. Das heißt, am Anfang der Woche war es sehr schön und dann plötzlich ist es, wie man heute am Morgen gesehen hat, sehr, sehr kalt geworden. Und das spüren die Rheumatiker besonders stark. Aber nicht nur der Rheumatiker, sondern praktisch fast jeder von uns spürt das, auch wenn er kein typisches Rheuma hat. Und jetzt sind wir genau beim Punkt. Rheuma ist natürlich keine Diagnose, wie Sie schon angedeutet haben, sondern einfach eine Beschreibung von vielen Krankheitsbildern. Und wenn man das jetzt so beschreiben könnte, hat eigentlich von uns, auch ich, hat jeder fast jeder Rheuma. Weil jeder hat einmal Beschwerden, sei es im kleinen Finger, sei es nach einer Fraktur vom Fuß spürt er das Rheuma bei Wetter umschlagen. Das heißt, jeder von uns, man könnte fast lapidar sagen, jeder von uns hat Rheuma. Und Sie haben es schon angesprochen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Rheuma wird oft einfach noch immer noch gesehen als Krankheit der alten Leute. Und das ist in jeder Hinsicht falsch. Erstmal, wenn Sie in die Kinderklinik gehen, werden Sie sehen, dass viele Kinder leider schon Rheuma haben. Und viele Jugendliche, junge Leute haben Rheuma. Gerade Leute, die so jung aktiv sind, haben Rheuma, die Rückenschmerzen haben. Das heißt, das Bild der Rheumatiker leider ist immer noch ein bisschen in der Öffentlichkeit falsch. Und das kann man auch dadurch zurechtrücken, indem man sowas macht, wie zum Beispiel heute, das ist optimal, oder
darf gleich ein bisschen Werbung machen für den Rheuma-Radtag am kommenden Samstag, den klassischen, heuer schon machen wir das 12. Mal, wo wir einfach versuchen, sportlich tätig zu sein, wo Rheuma-Patienten mit mir gemeinsam Radl fahren und dann zeigen, okay, wir können was machen, wir müssen was machen. Und bei bestimmten Krankheiten, wie zum Beispiel bei dem Pechtreff, ist Bewegung ganz, ganz essentiell in der Therapie. Das heißt, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich schön auf den Abend. Und wir freuen uns über ganz viele Informationen zu diesem Thema. Frau Buja-Mühlburger aus Fultmes, 53 Jahre jung, leitet die Gastronomie am Kreuzjoch im Skigebiet Schlick 2000. Also ein harter, fordernder Job, bei dem man schon richtig anpacken muss. Danke fürs hier heroben sitzen und aus der Sicht einer Patientin zum Sprechen, ja nicht selbstverständlich und auch keine leichte Aufgabe. Sie sind fast seit 20 Jahren Rheuma-Patientin. Der Titel Rheuma-Schmerzen, wenn das Wetter umschlägt, löst jetzt gerade welche Gefühle und Gedanken bei Ihnen aus? Natürlich, wie der Herr Doktor schon gesagt hat, das Wetter jetzt die letzten Tage. Ich bin auf 2000 Meter oben. Und das habe ich natürlich schon wahnsinnig gespürt. Schulterbereich, Hände. Das nasse, feuchte, kalte. Ein Nicken im Publikum, gell? Ihr versteht es mich. Also nicht fein, gar nicht fein momentan. Aber das Wochenende scheint ja wieder besser zu werden. Und nachher hoffen wir schon wieder, dass es wieder besser wird. Und wie das Wetter wirklich, in welcher Form und wie das sein kann, eben beeinflusst, darüber werden wir heute auf jeden Fall noch versuchen, eine Antwort zu bekommen. Dr. Wolfgang Halder, geschäftsführender Oberarzt Innere Medizin im Landeskrankenhaus Hochzill, das gehört natürlich auch dazu, von den Tirol-Kliniken auch natürlich Ihnen ein Dankeschön fürs Kommen heute Abend und gerne lauschen wir auch Ihrem Eingangsstatement. Naja, es ist eh schon fast alles gesagt, was das Thema Wetter betrifft. Es ist natürlich die Wetterlage, wie sie momentan ist, prädestiniert, Beschwerden, Schmerzen im Bereich des Bewegungsapparates zu verspüren. Aber eigentlich muss man sagen, es gibt fast kein Wetter, bei dem es nicht irgendwelche rheumatischen Beschwerden geben kann. Es gibt die, die sagen, ich vertrage die Wärme nicht. Dann sagen die, ich vertrage die Kälte nicht, das feuchte, das nasse Wetter oder auch der Föhn, wie es bei uns ja häufig ist. Also wir finden fast für jede Wetterlage Menschen, die sagen, das vertrage ich nicht. Das ist jetzt sehr schwierig dann von unserer Seite auch zu beeinflussen. Manchmal hilft es uns auch, weil man dann auch das Wetter als Erklärung für Beschwerden hernehmen können und sagen, das wird wohl unter dem Wettereinfluss auch schlechter sein, aber wir werden das dann heute vielleicht noch ein bisschen näher diskutieren. Die wahren Erklärungen dahinter haben wir nicht. Auch wirklich. In anderen Bereichen, ja. Selbstverständlich. Ja, Herr Dozent Gruber, fast jeder vierte Tiroler, Tirolerin leidet an Rheuma. Damit wir uns überhaupt alle mal ein Bild machen können, was ist eigentlich Rheuma? Wie kann man es uns Laien möglichst einfach verständlich erklären? Ich habe es ja vorher schon kurz angesprochen. Rheuma ist eigentlich keine Diagnose. Und das ist ganz wesentlich. Das heißt, Rheuma, da steckt das griechische Wort drehen, das Fließen drinnen. Das heißt, man beschreibt so circa 400 verschiedene Erkrankungen, die eines gemeinsam haben, das fließende Stärken, der starke Schmerz. Und das ist, glaube ich, das, was das Rheuma sehr, sehr gut beschreibt. Das heißt, wenn wir von Rheuma sprechen, muss man immer unterscheiden, welche Form von Rheuma eigentlich da ist. Das heißt, wir unterscheiden ganz grob diese entzündliche rheumatische Form, die Sie kennen. Ich habe vorher kurz erwähnt, den Morbus Bechterew, wo die jungen Patienten Rückenbeschwerden haben. Dann klassisch die chronische Polyarthritis, die Gelenksentzündung der Hände, wo hauptsächlich die Hände betroffen sind und auch die Füße können betroffen sein. Dann das juvenile Form von Rheuma und natürlich, und das ist ganz eine große Gruppe, das Abnützungsrheuma, wo die meisten betroffen sind. Und Abnützungsrheuma hat im Prinzip praktisch jeder von uns. Mehr oder minder, fängt schon mit etwa 20 Jahren an und schreitet natürlich langsam mehr oder minder schnell fort. Das heißt, jeder von uns, wie vorher schon gesagt, hat praktisch irgendeine Form von Rheuma. Und damit kann man nicht sagen, was ist Rheuma, sondern man muss immer spezifizieren, welche Form von Rheuma man hat. Und deswegen auch kann man eine rheumatische Erkrankung mit der anderen rheumatischen Erkrankung praktisch
nicht immer vergleichen. Ja. Und das ist ganz wesentlich, weil natürlich die entzündlich-rheumatischen Erkrankungen einer völlig anderen Therapie bedürfen als die abnützungsrheumatischen Erkrankungen. Aber abgesehen jetzt von der Abnützung, dass er mir einleuchtet und man nachvollziehen kann, wodurch kommt es noch oder kann es zu Rheuma kommen, wodurch wird es ausgelöst? Das ist eine sehr gute Frage. Ich antworte immer ganz plakativ, wenn ich das wüsste, wäre ich im November in Schweden, kriege ich da wahrscheinlich den Nobelpreis. Das ist, glaube ich, die ehrliche Antwort. Wir wissen sehr, sehr viel, aber letztendlich wissen wir nicht, warum Rheuma entsteht. Wir wissen sehr viel, wie es zum Rheumaschmerz kommt, wie die Entzündung ist, welche Zellen beteiligt sind, das wissen wir sehr, sehr genau. Es ist mal primär eine Entzündung. Ganz genau, es ist primär ganz eine klare Entzündung. Aber wir wissen nicht, was die letztendliche Ursache ist. Man geht davon aus, dass bestimmte genetische Faktoren immer eine Rolle spielen, das ist ganz klar. Es ist auch, wenn Sie die Rheumaambulanz gehen, werden Sie eindeutig mehr Frauen sehen. Das heißt, weibliche Hormone spielen eine ganz wesentliche Rolle bei vielen rheumatischen Erkrankungen. Dann spielen natürlich genetische Faktoren eine Rolle. Ein bestimmtes Erbmerkmal zum Beispiel ist bei dieser klassischen Morbus-Bechtel-Erkrankung ganz, ganz wesentlich. Das heißt, und dann kommen natürlich auch zu einem ganz wesentlichen Thema, was derzeit, glaube ich, ab 1. November sehr heiß diskutiert werden wird, das Rauchen. Das heißt, Umweltfaktoren tragen wesentlich zum Entstehen von Rheuma bei, bei bestimmten Erkrankungen. Und was auch ganz wichtig ist, dass Rauchen oder dass Raucher auf eine Therapie schlechter ansprechen. Das heißt, was wichtig ist, wenn man das zusammenfasst, Rheuma entsteht multifaktoriell. Das heißt, wir haben eigene Faktoren, die genetischen Faktoren, wir haben Umweltfaktoren, wie zum Beispiel das Rauchen und zum Beispiel das Geschlecht. Und wenn das zusammentrifft, dann entsteht das entzündliche Rheuma. Beim Abnützungsrheuma ist das ein bisschen vielleicht komplex insofern, dass diese Faktoren nicht so wesentlich sind, sondern eher zum Beispiel mechanische Faktoren eine wesentliche Rolle spielen. Das heißt, wir haben sehr großes Verständnis bei der Entstehung der rheumatischen Erkrankung, aber letztendlich wissen wir nicht genau, warum es wirklich entsteht. Und das macht das Ganze so schwierig. Das heißt, richtig heilen kann man Rheuma nicht, aber das ist ganz klar, das ist eine Botschaft von heutigen Abend, man kann das Rheuma sehr, sehr gut behandeln. Also das entzündliche Rheuma. Die Behandlungsarten, ganz die besprechen klar, wir natürlich dann noch ganz eigen und auch noch ausführlich. In welchen Körperregionen können jetzt diese Entzündungen, damit diese Schmerzen auftreten? Ganz klar überall. Ganz klar überall. Habe ich vorher schon gesagt, wenn Sie da eine kleine Beschwerde haben, ist das Rheuma. Und das ist, was Rheuma so schwierig macht oder so komplex macht. Schwierig ist der falsche Ausdruck. Komplex macht. Das heißt, Rheuma, ich habe alle meine ganze, also meine Ausbildung habe ich überall in jedem Fach in der Inneren Medizin gemacht. Das heißt, das kommt mir jetzt zugute, weil in der Rheumatologie kommt jede Krankheit vor. Und es treibt den Patienten mit dem Schmerz zum Rheumaarzt. Er kann zum Beispiel als Ursache haben eine Überladung mit Eisen. Und er kommt deswegen zu uns, weil er da in den Gelenken Schmerzen hat. Das heißt, das muss ich wissen. Und das ist auch ganz wichtig und deswegen ist die Klinik extrem gut geeignet dafür, weil ich sofort den Kollegen habe in der Gastroenterologie, wo diese Erkrankungen behandelt werden können, oder ich habe zum Beispiel Infektion etc. etc. Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich, dass man das einfach da in einem engen Raum hat. Mhm, aber Rheuma kommt überall vor. Kommt überall und in jedem Gelenk. Und die Palette reicht von einer ganz kleinen Erkrankung bis zur systemischen Erkrankung, wo man sofort zum Beispiel eine Intensivstation benötigt. Frau Mühlburger, Rheuma, der Name kommt aus dem Altgriechischen, hat der Herr Dozent Gruber schon erwähnt, strömend, fließen. Kann man diese Schmerzen so als fließend, reißend, ziehend bezeichnen oder wie empfinden Sie es? Ja, das ist ein Schmerz, das ist ein anhaltender Schmerz. Das, gerade zum Beispiel, wenn der Schub die Nacht kommt, dann kann ich nicht einmal die Bettdecke, da schmerzt das schon. Also das heißt, die Haut ist auch empfindlich dann? Ja, es schmerzt. Da hat man das Gefühl, die Haut ist empfindlich. Ja, es ist einfach ein anhaltender Schmerz. Nicht so wie ein Kopfweh, wo es einmal ein bisschen schlimmer wird, ein bisschen weniger wird, sondern das ist einfach nur weh. Das schmerzt einfach nur. Da kannst du jetzt nicht sagen, mei, jetzt geht es ein bisschen besser, sondern es tut einfach, es schmerzt einfach wahnsinnig. So wie heute, wenn Sie sagen, jetzt mit dem Wetter haben Sie so unter Anführungszeichen einen Rheumaschub. Wie wirkt sich das aus? Wo ist es ganz schlimm dann? Bei mir persönlich, ich habe es eben
Schulterbereich und Armgelenke, da schwillt man das an, nachher wird es ganz rot und ich kann nichts mehr heben. Es fällt mir, ja, ich kann nichts mehr angreifen. Teilweise, wenn ich in der Früh in Schub habe, dann kann ich nicht einmal mehr die Zahnbürste nehmen, weil das einfach ein Schmerz ist, wo ich jetzt nicht sagen kann, ja, jetzt putze ich halt einfach die 5 Minuten die Zähne und das wird schon gehen, weil ich die Zahnbürste nicht angreife, weil ich einfach nicht zusammen der Druck. Wie lange hält dann so ein Schub an? So ein das kommt jetzt ganz drauf an. Ich habe es manchmal nur einen Tag, manchmal 2 Tage. Dann habe ich wieder eine Zeit lang Ruhe. Also es wird natürlich auch wahnsinnig individuell sein und ganz, man ganz lernt verschieden. Natürlich, ich habe jetzt fast über 20 Jahre, lernt man irgendwo mit einem gewissen Schmerz, lernt man einfach umzugehen. Und nachher jammert man nicht, wenn heute der Schub kommt. Dann sagt man, oh meine Güte, na was, ah, wird schon wieder wer, tut schon wieder wer. Schlimm ist eben nachher, wenn es gar nicht mehr aufhört, aber man lernt einfach mit einem gewissen Schmerz, lernt man einfach umgehen. Mhm. Einen gewissen Schmerzpegel hat man einfach. Mhm. Ja, da jammern wir nachher gar nicht mehr. Herr Dr. Halder, die Frau Mühlburger hat jetzt Rheumaschub gesagt, das nimmt man auch so in den Mund, hat man schon mal gehört. Wie erklärt sich der Begriff? Na, der Begriff Rheumaschub erklärt sich aus einer recht typischen Erscheinung dieses Krankheitsbildes, das fällt unter die Gruppe der entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, also entzündliche Gelenkserkrankung, diese sogenannte rheumatoide Arthritis, und die zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie schubartig verläuft, dass es immer wieder eine Aktivierung des Immunsystems gibt und dann kommt es zu einer Aktivierung der Entzündung und dann kann es passieren, dass über Nacht praktisch diese Schmerzen massiv hochfahren und die Betroffenen in der Früh aufwachen und die Hände schwer bewegen können, Probleme haben, wenn sie aufstehen, barfuß gehen wollen, wenn große Gelenke betroffen sind, dass auch die geschwollen sind und schmerzhaft sind. Und das wird dann je nach Ausprägung im Laufe des Tages etwas besser. Die Situation haltet dann einige Tage an und irgendwann klingt es auch wieder ab und wird weniger. Und aus dem erklärt sich dieser Schub, weil es wirklich oft einmal aus dem Nichts heraus kommt und massiv ist. Und die Intensität ist wovon abhängig? Weil das weiß man nicht genau. Das ist einmal mehr, einmal weniger oder auch je nach... Ja, die Intensität ist abhängig vom Ausmaß der Entzündung. Aber warum jetzt heute die Entzündung besonders schlimm ist und warum sie an anderen Tagen ein bisschen weniger ist, das kann man nichts festmachen konkret. Ja. Frau Mühlburger, wann... Haben Sie das irgendwie beobachtet, wann sind die Schmerzen besonders heftig jetzt in Ihrem Fall? Oder ist das einfach auch ganz unterschiedlich und die sind nicht irgendwie wiederholend und von irgendwas abhängend? Ja, ich kann es jetzt... Früher habe ich auch gern ab und zu ein Glasl getrunken. Ich trinke seit 6 Jahren keinen Alkohol mehr, weil ich einfach sage, vielleicht tut mir das gut, wenn ich einfach einmal nichts mehr trinke. Also vom Alkohol kann es auch nicht sein, weil ich habe nach wie vor die Schübe. Von der Ernährung her muss ich schon sagen, dass Innereien geht gar nicht. Ist auch dann noch extra, fragen wir dann noch, ja, wie die Ernährung reinspielt. Das ist jetzt Ihr Empfinden, dass das, ja, Ihnen das nicht gut tut? Ja, das ist jetzt gerade mein Empfinden gewesen. Und... Ja, also das Wetter ist auf jeden Fall ein Faktor, wie Sie schon gesagt haben. Das Wetter ist ganz ein großer Faktor, das auf alle Fälle. Mhm. Wie waren denn, also sind es 20 Jahre, dass Sie an Rheuma leiden, wie waren denn bei Ihnen die ersten Symptome? Die ersten Symptome waren, ich war Kellnerin und ich hab solche geschwollenen Hände gehabt, dass ich fast gar nicht mehr arbeiten habe können. Die Geldtasche habe ich kaum ausziehen können, aber ich habe ja nicht gewusst, was ich habe. Bis ich nachher eben in die Klinik gegangen bin und mir mal untersuchen lassen habe. Und eigentlich ein guter Freund von mir ist auch ein Arzt, der hat mich nachher an die Klinik weiterverwiesen, mhm, und nachher ist mir geholfen worden. Mhm. Und da ist nachher zuerst, wie der Herr Dozent so gesagt hat,
chronische Polyarthritis bei mir diagnostiziert worden und mittlerweile habe ich eben rheumatoide Arthritis. So ist die genaue Bezeichnung einer dieser vielen, vielen Formen, an der diese leiden. Ja. Gibt es sonst noch typische Symptome, Warnzeichen, auf die man achten kann, dass das auf eine rheumatische Erkrankung hinweist? Ich glaube, das ist schon sehr gut beschrieben worden jetzt. Das heißt, der Schmerz, der nicht weggeht, der früh meistens am stärksten ist, die Morgensteifigkeit dazu und Schmerzen, die einfach nicht erklärlich sind. Wenn ich jetzt einen Unfall habe, dann geht der Schmerz wieder weg und tut ein paar Tage weh oder eine Verstauchung, das geht wieder weg. Aber wenn der Schmerz gerade in dem Bereich der Hände, in den mittleren Handgelenken oder in den Handgelenken da, an den mittleren Fingergelenken, wenn da was ist und das eine Schwellung dazu kommt, die Morgensteifigkeit dazu kommt, dann haben wir ein typisches Symptom einer chronischen Polyarthritis, also der häufigsten entzündlich-rheumatischen Erkrankung. Das ist einmal eine Gruppe. Wenn zum Beispiel, und das ist mir ganz wichtig, wenn zum Beispiel der Rückenschmerz auftritt bei jüngeren Leuten, so vor dem 40. Lebensjahr, und dieser Rückenschmerz ganz typisch in der Nacht ist, in der Nacht am schlechtesten ist, am Morgen am schlechtesten ist und durch Bewegung besser ist, dann ist das klassisch für diese Erkrankung, wie schon erwähnt, vor dem Morbus Bechterew. Das heißt, der Schmerz ist, glaube ich, das Wesentliche einer rheumatischen Erkrankung und der Schmerz sich nicht erklären lässt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kiste Bier falsch hebe oder was auch immer mache, beim Fußballspiel mich verletze, dann ist es ganz klar, vergeht wieder. Aber wenn ich, wie die Dame vorher gesagt hat, einfach das ist plötzlich gekommen, geht nicht weg, dann muss ich einfach nachschauen, okay, könnte das Rheuma sein? Und das, glaube ich, ist auch eine Botschaft, das ist halt kein Kinderarzt da, aber das ist auch ganz wesentlich für Kinder. Wenn einfach die Kinder zum Beispiel nicht mehr in der Schule spielen wollen, nicht mehr Sport machen wollen, dann muss man einfach dran denken und die könnten Rheuma haben. Gell? Wie klärt man das dann ganz genau ab, dass man weiß, es ist Rheuma? Ja, die Abklärung ist eigentlich relativ klar und international im Wesentlichen festgelegt. Das heißt, was will man bei der Erkrankung machen? Man geht einmal ganz genau auf den Patienten ein. Man befragt ihn ganz genau, welche Symptome hat, wann hat das Ganze angefangen und dann untersucht man ihn sehr genau. Und das ist der Vorteil von der rheumatischen Erkrankung. Wenn jetzt ein Patient zu mir in die Ambulanz kommt und ich befrage ihn und ich untersuche ihn, dann weiß ich üblicherweise schon nach dieser viertelhalben Stunde, was der Patient üblicherweise hat. Und dann gibt es, ich sage jetzt bewusst, Hilfsmittel, also Laboruntersuchungen, bildgebende Verfahren und da ist der Ultraschall ganz wesentlich, weil der macht ja keinen Schaden. Dann eine CT-MRT-Untersuchung und eventuell eine andere Untersuchung, wie zum Beispiel ganz spezielle Untersuchungen bei entzündlichen rheumatischen Erkrankungen, sogenannte PET-Untersuchungen, wo man Entzündungen in Gefäßen sehr schön darstellen kann. Das heißt, und man kann nach diesen Untersuchungen meistens sehr genau sagen, okay, was hat der Patient? Also bei 80-90% kann ich schon sagen, wenn der Patient rausgeht, der Vermutungsdiagnose, und dann nehme ich noch die Hilfsmittel, wie vorher schon gesagt, Labor und technische Hilfsmittel, wie Untersuchen der Bildgebung, Verfahren, und dann kann ich sagen, was hat er. Ja. Dann ist bei Ihnen die Diagnose festgestanden. Ich meine, man muss ja auch noch arbeiten. Wie hat sich das auch überhaupt verbinden lassen mit Ihrer Tätigkeit und wie reagiert auch das Umfeld auf so eine Krankheit, die ja nicht immer so ersichtlich ist. Ich meine, wenn es was anschwillt schon, aber es ist oft so wie beim Kopfschmerz oder starker Migräne, dass diese Krankheit ja nicht offensichtlich ist. Und natürlich muss man da auch mit Arbeitgebern, Freunden, Familie irgendwo einen Konsens finden, zu sagen, ich habe wirklich weh. Wie war denn das bei Ihnen, Frau Mühlburger? Ja, ich habe einfach immer gearbeitet, weil ich mir gesagt habe, ja, das nutzt jetzt eh nichts, weil das vergeht eh wieder, hoffentlich am Abend wird es nachher schon wieder besser werden. Und was ich eben auch noch, je mehr ich in Bewegung bin, weil der Herr Dozent hat die Morgensteifigkeit angesprochen und das ist, da kommt man kaum aus dem Bett, aber wenn man nachher ein paar Schritte geht, dann kommt man vor, jetzt wird es ja wie ein bisschen geschmiert. Jetzt geht's wieder besser. Und so ist das nachher auch mit Arbeiten. Es war halt ein irrsinniger Schmerz, aber es ist nach 3-4 Stunden vielleicht wieder besser gewesen. Und ja, ich lasse mich halt einfach nicht unterkriegen, das nutzt da nichts. Und wie ist das, wie erklären Sie den Leuten Ihre Krankheit oder akzeptieren die das, verstehen die das, dass sie solche Schmerzen haben? Ja, mittlerweile, die kennen mich ja vom Berg her nicht und wenn ich so wie ein Uhackele daherkomme, dann sage ich, heute geht es wieder nicht gut, dann sage ich, heute spüre ich es wieder ein bisschen, aber reden wir von was anderem. Das nutzt eh nichts. Es ist so, es ist
eine chronische Erkrankung und das muss für ich habe oft einen Monat, wo ich gar nichts habe, dann habe ich wieder eine Woche, wo ich es zweimal habe. Das ist ja ein bisschen, muss ja eine psychische Belastung sein. Oder? Ich weiß nicht, wie das ist. Stress ist natürlich, ich merke es, wenn ich kein Personal kriege, dann habe ich einen Stress und nachher habe ich einen Schub auch schon da. Den habe ich schon mitgepachtet. Wie sehen Sie das aus medizinischer Sicht? Kann das auch die Psyche beeinflussen eben auf diese Art und Weise? Wer gern was dazu sagen möchte? Ja, natürlich, die Psyche beeinflusst einerseits die Erkrankung. Das wissen, glaube ich, alle. Wenn es einem psychisch gut geht, wenn man sich wohlfühlt, dann hat man mit Beschwerden weniger Probleme, als wenn es einem sonst auch noch schlecht geht. Und andererseits natürlich die Erkrankung, die einen im Alltag beeinträchtigt, wo man in der Früh schon aufwacht und es wehtut und man sich kaum rühren kann. Das dauert dann ein paar Wochen, dann schlägt das natürlich auch auf die Psyche. Also das ist schon so ein Teufelskreis, der sich gegenseitig beeinflusst. Mhm. Wird der mitbehandelt bei Patienten? Oder wird das? Also das primäre Ziel, wir sind ja internistische Rheumatologen, unser primäres Ziel ist natürlich, die rheumatische Erkrankung so gut zu behandeln, dass die Patienten möglichst wenig Beschwerden haben und deshalb auch durch die Erkrankung nicht psychisch belastet sind. Gelingt uns natürlich auch nicht immer und wir können auch nicht das Umfeld der Patienten immer mit beeinflussen. Also da gibt es schon sehr viele Faktoren, die mitspielen und medikamentös zu intervenieren wegen einer psychischen Belastung ist erstens nicht unser Fachgebiet und zweitens versuchen wir es halt doch oft anders auf zu regeln. Wege. Ja, die unter Anführungszeichen alte Leute-Krankheit Rheuma hat die Frau Mühlburger mit knapp über 30 Jahren bekommen, aber ja, entgegen dem allgemeinen Glauben gibt es ja noch viel, viel jüngere Patienten. Ja, es ist Rheuma, wie der Dozent Gruber in seinem Einleitungsstatement schon gesagt hat. Rheuma ist eine Erkrankung vom Kleinkind bis ins höchste Erwachsenenalter. Wir kennen schon so Altersgipfel, das ist jetzt neben den Kindern und Jugendlichen, die betroffen sein können, so das jüngere Erwachsenenalter zwischen 20. und 40. Lebensjahr, was besonders für die entzündlich-rheumatischen Erkrankungen gilt. Und dann gibt es noch einmal einen zweiten Gipfel, so ab dem 60. Lebensjahr. Und dann gibt es natürlich die Arthrose als Abnutzungserkrankung, die so ab 50, 60 plus symptomatisch werden kann. Das heißt, dann spürt man es auch. Und weichteilrheumatische Erkrankungen oder auch Gicht mit Stoffwechselproblemen, das zieht sich durch jedes Lebensalter durch. Bleiben wir mal vielleicht beim Rheuma im Alter. Das ist ja so eines der Themen, mit denen Sie sich besonders beschäftigen. Ja, wer das Krankenhaus Hochziel kennt, weiß, dass es natürlich eine große Zahl an älteren und alten Patienten beherbergt und viele davon haben auch rheumatische Beschwerden, wo natürlich die Abnutzungserscheinungen primär im Vordergrund stehen. Aber wir haben auch immer wieder ältere Menschen, die akut und neu eine entzündlich-rheumatische Erkrankung bekommen. Das kann so eine rheumatoide Arthritis sein, wie es bei Ihnen vorliegt. Das kann aber auch eine entzündliche Erkrankung der Weichteile sein. Das kann eine sogenannte Polymyalgie sein. Das ist eine Muskelschmerzerkrankung, die ebenso wie ihre Form von Rheuma mehr oder weniger über Nacht auftreten kann, morgenbetont Beschwerden macht und gibt auch natürlich Ablagerungen von Harnsäurekristallen mit zunehmendem Lebensalter. Also wir haben auch in der Rheumatologie des älteren und alten Menschen eine Vielfalt von Erkrankungen und auch die gehören diagnostiziert, weil man bei vielen Erkrankungen doch erfolgreich intervenieren können. Und die Erklärung, es ist halt, weil ich alt bin oder du hast Rheuma, weil du alt bist, das ist zwar prinzipiell nicht immer falsch, aber es hilft nicht weiter. Mhm. Noch ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, das Fibromyalgie-Syndrom. Mhm. Kommt offensichtlich auch dermaßen oder häufiger vor, dass Sie sich mit dem sehr auseinandergesetzt haben. Wen betrifft das? Naja, das Fibromyalgie-Syndrom ist gehört zum weichteilrheumatischen Formenkreis, ist eine Erkrankung ohne Entzündungsfaktoren, also ist kein entzündliches Rheuma und trifft jetzt die Gruppe hauptsächlich zwischen 20. und 50. Lebensjahr. Da sind auch Frauen häufiger betroffen als Männer. Das ist eine Erkrankung, die ganz schwer zu diagnostizieren ist, weil wir keine fassbaren Parameter haben. Also wir haben keine
Blutwerte, die schlecht sind, wir haben keine Röntgenbilder, die uns darauf hinweisen. Und trotzdem klagen die Patienten und die Betroffenen über Schmerzen, die fast den ganzen Körper betreffen können, die mit einer Müdigkeit einhergehen, mit einer Reihe anderer körperlicher Symptome. Und dadurch, dass es eben nichts gibt, was man messen kann bei dieser Erkrankung, ist es so schwierig, sie zu akzeptieren und sie zu diagnostizieren und letztendlich auch zu behandeln. Die Behandlung machen dann extra, haben wir schon gesagt, Sie haben es schon kurz angesprochen. Rauchen, Frauen, die rauchen, gibt es bei Rheuma klassische Risikogruppen? Kann man das irgendwie sagen, ja, die sind besonders betroffen? Naja, ich glaube, das habe ich vorher schon erwähnt, dass Frauen mehr aufgrund des weiblichen Sexualhormons, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Andere klassische Risikogruppen gibt es nicht, außer natürlich bei Gicht. Bei Gicht ist natürlich auch eine wesentliche Form, wie es der Kollege Hall schon angesprochen hat, und die betrifft natürlich mehr Männer als Frauen, weil meistens sind ja mehr Frauen betroffen. Bei den meisten rheumatischen Erkrankungen spielt das weibliche Geschlecht ganz klar die führende Rolle. Aber bei Gicht ist es umgekehrt. Und da ist es natürlich klar, da spielt die Ernährung als ganz ein wesentlicher Faktor eine große Rolle. Das heißt, bei den klassischen Risikogruppen würde ich sagen, einfach die Frauen mehr betroffen als Männer. Aber andere Faktoren, natürlich Rauchen, das ist ganz klar, Rauchen. Alkohol ist eigentlich, und da gibt es gute Daten, neutral zu sehen. Außer natürlich wieder bei Gicht, das ist keine Frage. Aber beim Rheuma, und zwar bei der chronischen Polyarthritis, sprich bei der entzündlichen Form von Rheuma, ist der Alkohol eher neutral zu sehen. Mhm. Aber Rauchen ganz schlecht, weil Rauchen diese chronische entzündliche Form von Rheuma auch mit verursachen kann. Mhm. Umweltfaktoren spielen natürlich auch eine Rolle, ganz, ganz wesentliche andere. Nur können wir das nicht einhängen, können sagen, okay, Asbest oder was führt zu Rheuma. Aber wir wissen, dass verschiedene Umweltfaktoren natürlich zum Beispiel das Lungengewebe schädigen, dann kommt das Rauchen dazu und dann kommen andere Faktoren dazu und dann kann es zum Rheuma kommen. Mhm. Ich habe gerade jetzt einmal gelesen, rheumatologischer Notfall. Was ist das genau? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man verbindet Rheuma immer mit alten Leuterkrankungen, mit keinem Notfall. Aber es gibt viele rheumatologische Notfälle und ganz ein wesentliches ist ein rheumatologischer Notfall, wenn zum Beispiel ein über 50-jähriger Patient plötzlich massive Kopfschmerzen kriegt, meistens einseitig. Es kann dann dazu kommen, dass er plötzlich einen Gesichtsausfall hat, Kauschmerzen hat. Und das ist der klassische rheumatologische Notfall, weil es kommt zur Entzündung dieser Arterie seitlich da am Kopf. Und diese Arterie versorgt zum Beispiel auch das Auge mit. Das heißt, wenn man das nicht entsprechend sofort behandelt, dann kann man es zur Blindung führen. Das heißt, und das ist auch eine wichtige Botschaft für Sie heute, wenn jemand sowas hat, also noch einmal, typische einseitige Kopfschmerzen, Kauschmerzen einseitig, Sehverschlechterung, Gesichtsfeldausfall, dann sofort, auch um 3 in der Nacht in der Klinik. Ich habe einen Patienten in der Vorlesung, der hat das am Freitag am Nachmittag bekommen. Er hat gesagt, okay, Kopfschmerzen habe ich schon öfter gehabt, jetzt sehe ich zwar nicht mehr so ganz gut, aber ich fahre trotzdem zur Hochzeit ins Auszufern. Und am Montag in der Früh war einseitig, hat er einen Gesichtsfeldausfall gehabt. Also das war natürlich nicht das Optimale. Und das auch einfach mitzunehmen vom heutigen Abend, es gibt rheumatologische Notfälle und das ist ein ganz klassischer davon. Da sofort handeln und sofort, hellhörig auch werden. Um 3 in der Nacht in die Klinik kommen, am besten interne Notfallaufnahme oder augenärztliche Untersuchung, das sofort verlangen und schauen, okay, was ist da los? Gell? Bleiben wir beim Titel der heutigen Diskussion, Rheuma, Schmerzen, wenn das Wetter umschlägt. Bei Kopfweh, bei Kreuzschmerzen, auch bei Narben, sagt man oft, das Wetter löst diese Schmerzen aus oder beeinflusst sie. Also ich bin Migränepatientin, ich kann nur sagen, ich bilde es mir halt auch ein, dass es so ist. Mir geht es jetzt bei dem Wetter auch nicht gut, wenn der Schnee so runterdrückt. Ist es erwiesen, ist es nachvollziehbar, inwiefern stimmt es oder stimmt es aus Ihrer Sicht nicht? Ja, was schon ist klar, das, was der Kollege Halder schon gesagt hat, man spürt das mehr. Aber dass es Rheuma zum Beispiel oder das Wetter Rheuma macht, das stimmt natürlich nicht. Aber dass es beeinflusst oder unser Empfinden sich ändert, das ist ganz klar. Aber das gilt ja nicht nur für Rheuma, sondern es gilt auch für völlig andere Erkrankungen. Das heißt, es ist ein allgemeines Phänomen, nur der Rheumatiker spürt das natürlich noch viel intensiver und das ist der Grund. Mhm. Aber Wetter oder schlechtes Wetter macht kein Rheuma. Aber Sie spüren es auch, wenn das Wetter
umschlägt, so wie es jetzt ist, auf jeden Fall mehr, oder? Auf alle Fälle. Wenn natürlich eine schöne Sommerwoche ist, habe ich überhaupt kein Problem. Und im Herbst auch dieses feucht, kalte. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Möchten Sie noch gern was zum Thema Wetter sagen? Wir hören ja das sehr oft nicht von den Betroffenen mit Wetter. Und was so ein interessantes Phänomen ist, wir hören oft gerade nach den Sommermonaten, jetzt war ich auf Urlaub am Meer und da habe ich gar nichts gehabt. Ja, oder ich bin da und da hingereist und dann kommt immer der Trugschluss, dass man meint, wenn ich jetzt dorthin übersiedeln würde, dann ging es mir besser oder überhaupt gut. Und es gibt aber in allen Weltgegenden dieselben rheumatischen Erkrankungen, also die entzündlich-rheumatischen Erkrankungen gibt es in der Wüste genauso wie am Nordpol. Also es macht keinen Sinn zu glauben, wenn ich woanders hinsiedle, geht es mir dann besser. Das, was da viel mitspielt, und da sind wir wieder bei der Psyche, das ist natürlich der Urlaub, das ist das Wohlfühlen, das ist das wenig Stress von Alltagssituationen und es wirkt sich natürlich auch positiv auf Entzündungsprozesse aus. Also da spielt einfach sehr viel mit, aber es ist sicher nicht das Wetter alleine oder das Klima alleine, das ausschlaggebend ist, ob man Rheuma bekommt oder nicht. Also eine unfassbar komplexe Krankheit, haben wir jetzt schon so herausgehört. Ich denke mal, dass dann wahrscheinlich auch die Behandlungsmethoden sehr, sehr umfassend sein werden. Aber so prinzipiell, welche Möglichkeiten der Behandlung hat man bei Rheuma? Gern jeder einfach so aus seiner Sicht ein bisschen was dazu. Ja, ich glaube, man muss ganz klar unterscheiden, welche Form von Rheuma das ist. Das ist immer ganz wichtig, weil wir haben ja schon jetzt herausgearbeitet, dass Rheuma nicht Rheuma ist. Das heißt, wenn ich eine entzündlich-rheumatische Erkrankung habe, wie chronische Polyarthritis, wie vorher beschrieben, ist die Behandlungsstrategie ganz klar. Wenn ich Gicht habe, ist auch die Behandlungsstrategie ganz klar. Das heißt, wenn wir zu den entzündlichen rheumatischen Erkrankungen gehen, ist es auch eindeutig, ich gebe mal zuerst entzündungshemmende Medikamente, dann sogenannte Basistherapeutika, die das aktivierte Immunsystem wieder runterdämpfen auf das normale Niveau wie vorher. Wir wissen, bei der rheumatischen Erkrankung ist das Immunsystem hyperaktiv. Und was wir wollen, das Immunsystem wieder genau dorthin zu bringen, wo es vorher war. Und da gibt es gute Medikamente, sogenannte Basistherapeutika. Ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel das Methotrexat, das man einmal pro Woche gibt. Wenn das nicht ausreichend ist, gibt man sogenannte Biologika dazu. Und Biologika heißen sie deswegen, weil sie in einem biologischen Zellsystem hergestellt sind. Und deswegen heißen sie Biologika. Ist zwar kein glücklicher Name, aber es ist so. Aber sie sind sehr, sehr gute Medikamente, weil sie gezielt in diese Entzündungskaskade hineingreifen. Das heißt, wir haben da verschiedene Botenstoffe und ein Botenstoff, der heißt, die Rheumatiker wissen das, wie der Botenstoff heißt, Tumor der große Faktor Alpha. Und genau diesen Botenstoff kann man selektiv hemmen. Und es gibt noch viele andere Botenstoffe, zum Beispiel Interleukin 1, würde jetzt zu weit führen, aber es gibt verschiedene Botenstoffe, die man wirklich ganz gut hemmen kann. Und jetzt geht es von diesen Botenstoffen schon weg, dass man intrazellulär, also in der Zelle, selektiv bestimmte Signale hemmen kann und gezielt eingreifen kann. Das heißt, wir sind wirklich sehr, sehr weit fortgeschritten in der Therapie, aber das war jetzt nur die entzündlich-rheumatische Komponente. Die anderen sind natürlich wieder anders zu behandeln. Mhm. Was der Kollege Halder schon vorher angesprochen hat, die Fibromyalgie, da würde das Anti-TNF überhaupt nichts bringen. Wäre sehr teure Medikation, da würde es überhaupt nichts bringen. Mhm. Bei der Arthrose ist es auch wieder anders. Das sind Medikamente, die nimmt man ständig, nicht nur, wenn gerade akut Schmerzen ist sind, das oder? Ganz wichtig. Erstmal wirken die Medikamente, zum Beispiel das Methotrexat, braucht 2 bis 3 Wochen, dass es optimal wirkt. Und wenn man das wieder aufhört, dann ist das Immunsystem wieder aktiv, dann kann es wieder zum Rheumaschub kommen und das ist natürlich nicht gut, weil jeder Schub heißt Entzündung. Entzündung heißt potenziell Zerstörung vom Gelenk und das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen. Dass man verhindern muss. Also im Prinzip lebenslange Therapie, im Prinzip. Mhm. Abhängig wieder natürlich von der Entzündung, vom Typus des rheumatischen Erkrankungsbildes, weil zum Beispiel bei dem entzündlichen Rückenschmerz, Bechterew, kann man argumentieren, dem Patienten geht es so gut, dass man diese Anti-TNF-Therapie, diese Zytokin-Therapie stoppt und dann wieder anfängt. Das heißt, das kann man schon machen. Aber das ist ein Gespräch zwischen Arzt und Patient und abhängig vom Krankheitsbild. Und ganz individuell natürlich ganz zu klar, sehen ganz und wichtig. Dann auch zu lösen. Möchten Sie gern da noch
ergänzen? Es gibt einfach in der Vielfalt der rheumatischen Erkrankungen solche, die brauchen Medikamente. Ja, wir haben ja oft die Diskussion mit dem Patienten, muss es Chemie sein, geht es nicht ohne Chemie. Bei den entzündlich-rheumatischen Erkrankungen braucht es die Medikamente, um Schaden zu verhindern. Da geht es nicht nur, dass es ihnen gut geht, dass sie keine Schmerzen haben, da geht es darum, ein Gelenk zu schützen, eine Wirbelsäule zu schützen vor Schädigung. Das ist das mit den Medikamenten. Auf der anderen Seite Arthrose zum Beispiel. Arthrose ist etwas, da haben wir kein Medikament, um Arthrose wirklich gezielt zu behandeln. Da arbeiten wir mit Medikamenten, ein Schmerzmedikament. Wenn Sie sagen, ich habe jetzt 3 Tage so weh, dann nehmen Sie was und dann nimmt man nichts mehr. Und bei der Arthrose geht es hauptsächlich um Aktivität, um Bewegungsübungen, um physikalische Therapie, um Wärmeanwendungen, ergotherapeutische Maßnahmen. Da ist wenig Medikament und viel Eigeninitiative. Fibromyalgie, nicht entzündlicher Weichteilrheumatismus, keine Medikamente zur Verfügung. Da geht es auch, da geht es um Entspannungstraining, da geht es um körperliche Aktivität, da geht es unterstützend manchmal um Medikamente, die man vorübergehend gibt, aber im Wesentlichen auch eher ohne Medikamente. Gicht, da muss man Diät halten, dann geht es meistens gut. Wenn es mit der Diät alleine nicht funktioniert, gibt es Medikamente. Aber es ist in der Vielfalt der rheumatischen Erkrankungen, eigentlich haben wir mehr Erkrankungen, die keine Medikamente brauchen, sondern anderweitig zu behandeln sind, als wir jetzt wirklich die entzündlich-rheumatischen haben, die aber die gefährlichsten sind und da sollten Medikamente immer ein Thema sein. Frau Mühlburger, wie sind Sie jetzt behandelt worden und wie hat sich vielleicht auch die Art der Behandlung in diesen 20 Jahren verändert? Ja, ich habe mit Metrotexat angefangen. Also ich habe die erste Zeit, war ich irgendwo, muss ich mal sagen, ein Versuchskaninchen. Man hat das probiert, das geht nicht, ja, probieren wir das, bis ich auf Metrotexat war. Und ich war auf Metrotexat und bin mir sicher, wenn ich gehe auf Wolken. Ich war nicht mehr ich selber. Ich habe meinen behandelten Arzt angerufen und gesagt, boah, ich bin im Geschäft, zu der Zeit war ich selbstständig, und ich gesagt, du, ich bin alleinig im Geschäft, das geht nicht, ich bin ja total neben die Schuhe. Dann sagt er, ja, nachher nimmst du am Abend die Dosis. Und ich habe sie am Abend genommen, dann habe ich nicht mehr da schlafen. Nachher habe ich ihn wieder angerufen, das geht überhaupt nicht. Ja, nachher nimmst nicht so viel, nimmst auch immer ein bisschen weniger. Okay, bis ich dann einfach gesagt habe, ich nehme jetzt eigentlich gar nichts mehr. Weil der Schmerz ist immer gleich geblieben. Dann habe ich es eigentlich lassen und habe Topfen aufgelegt, einfach mit den Hausmitteln probiert. Und das über viele Jahre nachher hinweg, weil ich mir einfach gesagt habe, es gibt kein Medikament, das ist jetzt meine persönliche Meinung, es gibt kein Medikament, was die Ursache bekämpft, sondern nur den momentanen Schmerz. Und da nehme ich nicht das Metrotexat. Wie schaut das irgendwann einmal aus, wenn ich das jetzt 20 Jahre genommen habe? Was haben die für Nebenwirkungen? Weil, wo ich die Tabletten genommen habe, bin ich ja schon auf Wolken gegangen. Und nachher habe ich es eigentlich gelassen, bis vor 2 Jahren, wo ich nachher einen Wahnsinnsschub gehabt habe. Jetzt natürlich bin ich wieder froh, dass ich jetzt kriege eine Infusion. Bin natürlich wieder in medizinischer Behandlung und ja, bitte gerne, ich wollte gerade sagen, Sie können glaube, bitte da gerne muss man doch ein bisschen antworten. Weil Sie haben gesagt, Sie haben ein chronisch entzündliches Rheuma, sprich chronische Polyarthritis. Und wir haben beide gesagt, diese Erkrankung bedarf einer Medikation. Üblicherweise lebenslang und üblicherweise, wenn man die Medikamente nicht nimmt, dann kommt es unweigerlich zur Zerstörung. Es ist ganz klar, Sie sagen das absolut richtig, jedes Medikament kann Nebenwirkungen haben, das ist auch ganz klar. Aber es bleibt in Summe auch so, dass das Verhältnis Nebenwirkung, Wirken eindeutig zugunsten der Wirkung ist. Und das ist, glaube ich, wichtig für Sie zu wissen. Bei der chronischen entzündlich-rheumatischen Erkrankung ohne antientzündliche Therapie, das ist eigentlich nicht richtig. Es kann gut gehen. Es gibt natürlich auch quasi Spontanverläufe, wo es besser wird ohne Medikation. Da kann man aber das Medikament bewusst gemeinsam mit dem Arzt stoppen. Das kann man machen. Aber im Normalfall kommt es unweigerlich zur Zerstörung. Und wichtig ist, man sollte am Anfang gleich anfangen. Ist ja ganz klar, wenn ich Entzündung habe, am Anfang habe ich wenig Entzündung, kann ich mit wenig Medikamenten oft auskommen.
je später, desto mehr Entzündung. Und wenn eine Zerstörung da ist, die kann ich nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, diese Aussage muss man ein bisschen relativieren. Kollege Halle hat gesagt, die Arthrose, da ist es ganz klar, da schaut es völlig anders aus. Da kann man zusätzlich viele andere Dinge machen, ist auch richtig so. Bei der Gicht, wenn man da sich hält, braucht man keine Medikamente, das ist auch ganz klar. Aber bei der chronischen zynisch-rheumatischen Erkrankung wie chronische Polyarthrose ist es ohne Medikamente üblicherweise nicht möglich, die Zerstörung zu verhindern. Aber es ist ja verständlich, dass, wenn man so vor Augen hat, man muss jetzt lebenlang Medikamente nehmen, dass man sich irgendwie Alternativen sucht, auch in der Naturheilkunde. Und wenn es nur der banale Topfen auflegen ist, oder ich habe auch gelesen, Brennnessel oder Rotlicht oder Löwenzahn oder solche Dinge, natürlich für Sie völlig unmedizinisch, aber kann es zumindest unterstützen. Ja, das ist ja absolut. Ich meine, zum Beispiel bei einem Gichtanfall ist das erste Medikament, das Sie immer zu Hause haben, natürlich der Topfen. Ein optimales Therapeutikum. Und das ist keine banale Methode, das ist eine perfekte Methode. Aber wenn Sie jetzt eine chronische Polyarthritis haben und legen jahrelang Topfen auf, ich gehe davon aus, dass es leider nicht ganz hilft. Also man muss wirklich unterscheiden. Und es ist auch richtig so, wenn Sie sagen, Sie wollen zusätzlich noch ein Medikament oder eine alternative Methode haben, spricht nichts dagegen. Aber dieses wirksame Therapeutikum abzusetzen, sagen, ich gehe nur mehr auf was auch immer, ist, glaube ich, keine optimale Methode. Haben Sie noch andere Alternativen probiert, als jetzt den Topfen? Die Brennnessel. Das war wirklich, da bin ich fast einmal ein bisschen abhängig gewesen davon, von die Brennnessel, weil sie mir so gut getan haben. Wenn man heute, jeder von euch weiß das, Gartenarbeit, man brennt sich bei die Brennnessel, dann hat man da so, dann kratzt man auf, das brennt. Wenn ich einen Schub gehabt habe, ich habe mir die Brennnessel aufgekaut und das war nachher, das war so wohltuend. Das war so, ich habe wieder die Hände bewegen können. Wahnsinn, was macht das mit mir? Was tut das eigentlich? Ich habe es nicht hinterfragt, ich habe mir einfach nur die Brennnessel aufgekaut. Und das war wieder, nach einer halben Stunde, habe ich mich wieder bewegen können und das war einfach super. Und das war nicht, ich habe nicht kratzen müssen, sondern das war einfach, es war herrlich. Es hat so leicht gekribbelt und es war, ich habe mich wieder bewegen können. Schmerz nimmt Schmerz sozusagen irgendwo. Ja, so ungefähr. Es war wohltuend, sage ich jetzt einmal. Im akuten Fall sozusagen. Ja. Man sagt ja oft, Wärme ist gut bei gewissen Formen. Bei anderen hast du wieder Kälte. Das ist auch wieder sehr individuell. Ja, wir haben erfreulicherweise diese ganz optimale Form in Gastein, im Böcksteintunnel. Beim Bechterew, beim entzündlichen Rückenschmerz, ist Wärme natürlich die optimale Therapie, plus Radon, plus Feuchtigkeit. Also diese Mittel sind natürlich weiterhin ganz klein zu nehmen. Und gerade beim Bechterew zum Beispiel, da sind natürlich auch ist Bewegungstherapie ganz, ganz wesentlich. Das heißt, da gibt es nicht nur diese medikamentöse Therapie, sondern wirklich Bewegungstherapie, die Übungen, die ganz spezifischen Übungen und natürlich auch in Österreich die Einfahrt in den Heilstuhl. Also das ist natürlich... Da bin ich übernächste Woche wieder. Ja, perfekt. Ja. Wie sind da Ihre Erfahrungswerte? Was ist ich das genau? Ich fahre jetzt das dritte Stollen? Mal nach Bad Hofgastein, habe 9 Einfahrten in die 3 Wochen. Ist ein Salzstollen oder so Untertag? Radon, oder? Wie der Herr Zent sagt, Radonstollen. Der Salzstollen ist in Schwarz unten und in das nutzt nichts. Und in Bad Hofgastein ist dieser Radonstollen. Also sensationell. Es gibt 4 Stufen zum Reinfahren und es steigert sich immer. Also man fährt erst. Das sind verschiedene. Zuerst ist man auf 37 Grad, nachher geht man auf 39 Grad. Und das sind verschiedene Stationen. Man muss natürlich, davor wird man untersucht. Und der Arzt sagt dann, wie weit du fahren kannst. Also auf der 4er-Stufe war ich noch nie. Ich bin zwar vor 2 Jahren auf der 3er-Stufe kollabiert. Es ist natürlich auch sehr warm drinnen. Man ist so circa 20, 25 Minuten drinnen. Und da fährt man mit so einem kleinen Zug rein. Und man darf halt auch keine Platzangst haben und so, aber es ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, das ist schön. Einmal einfahren, mit aller Beherrschung wieder heraus. Man kann auch, die, was jetzt ein bisschen Probleme haben, liegend reinfahren, aber. Und natürlich ist auch Radonbäder, hat man bei diesen Anwendungen und. Die Rheuma-Patienten
dürfen jedes Jahr auf Kur gehen. Weil sonst darf man ja, ich glaube, alle zwei Jahre oder so. Aber dieses Radon, wenn ich fragen darf, was ist das Heilende oder Wohltuende daran, an dieser Therapie? Ja, es gibt ja sehr gute Untersuchungen. Radon ist einmal kurzzeitig ein bisschen in Verruf gekommen, das wissen Sie ja vor Jahren. Vor 20 Jahren war das ja im Verruf. Aber Radon hemmt eben diese Botenstoffe, von denen ich vorher gesprochen habe. Es gibt gute Untersuchungen, wo wirklich diese Botenstoffe runtergehen. Das heißt, hat eine ganz klare bisschen Effektivität. Also das Radon und Wärme tut, wie Sie gesagt haben, optimal. Und natürlich auch die Feuchtigkeit ist für manche Patienten ganz, ganz gut. Also die Kombination aus Radon, Wärme plus Feuchtigkeit. Würden Sie sagen, mit der richtigen Therapie, also dass man wirklich alles berücksichtigt, kann man als Rheumapatient total beschwerdefrei werden? Das ist jetzt eine gute Frage, weil es passt ein bisschen zu dem, was Sie noch aufgreifen wollten, was Sie gesagt haben, nicht? In Ihrem Statement zur Therapie, dass Sie sich am Anfang gefühlt haben wie ein Versuchskaninchen. Ja? Das ist negativ besetzt, ja? wenn jemand das Gefühl hat, er ist ein Versuchskaninchen. Es ist aber immer noch so, dass jetzt die Patienten, die zu uns kommen, bei denen wir gerade auch bei den entzündlich-rheumatischen Erkrankungen etwas diagnostizieren, dann haben wir zwar Medikamente, von denen wir wissen, dass sie bei den meisten Patienten erfolgreich sind und von den meisten vertragen werden, aber wir können es nicht garantieren. Das heißt, nur weil bei Ihnen das Medikament A super wirkt, muss nicht bei jemandem mit derselben Erkrankung dieses Medikament auch wirken. Und das, woran die Rheumatologie derzeit arbeitet oder wovon wir träumen, ist, dass wir schon im Vorfeld erkennen können, bei welchem Patienten welches Medikament erfolgreich einzusetzen ist. Und es kann passieren, dass Sie 3, 4, und wir haben mittlerweile eine große Anzahl von Medikamenten zur Verfügung, probieren müssen, um das zu finden, was Sie optimal vertragen und was Ihnen optimal hilft. Und deshalb, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir können bei den entzündlich-rheumatischen Erkrankungen bei vielen Patienten einen Zustand erreichen, wo sie wirklich sagen können, es geht mir den Großteil des Jahres sehr gut, aber 2, 3, 4 Mal im Jahr, vielleicht Herbst, Frühling, habe ich einmal einen Schub. Ja, aber Versuchskaninchen dürfen Sie bitte nicht falsch verstehen. Es ist so, dass man Ihnen natürlich geben würden, was Ihnen hilft, wenn wir es wüssten, aber wir wissen es einfach nicht. Und das gilt jetzt auch, weil Sie den Stollen ansprechen, gell, ohne jetzt den Stollen schlecht machen zu wollen, aber 90% der Arthrosepatienten sagen, Wärme tut mir gut. 10% sagen, Wärme ist eine Katastrophe. Ja. Patienten fahren in den Heilstollen und schwören drauf und sagen, ich brauche ein ganzes Jahr lang kein Schmerzmittel. Selbe Erkrankung, selbes Alter, selbes Geschlecht, fährt in den Heilstollen und sagt, mir hilft es 2 Wochen. Ja, also ganz egal, so wie auch mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Brennnessel ist gut, weil es halt mehr wehtut als die Arthritis selbst. Nicht? Also das hilft nicht gegen die Arthritis, sondern das hilft gegen den Schmerz. Ja, Ob manche schwören auf Weihrauch, manche schwören auf Krallendorn, manche schwören auf Hagebutte. Es gibt aus allen Weltgegenden, aus der Volksmedizin, Medikamente gegen Rheuma, weil es so häufig ist. Jedes dieser Medikamente hat, wenn man es chemisch anschaut, einen Wirkstoff drin, der gegen Entzündung funktioniert. Das Problem ist die Dosierung. Ja, Sie können bei einer so schwerwiegenden Erkrankung nicht mit dem geringen Anteil an Wirkstoff, der in einer Pflanze drinnen ist, erfolgreich sein. Aber Sie können es dazu nehmen. Ja, nicht statt. Ja, viele unserer Patienten setzen das Medikament ab, weil sie sagen, jetzt bin ich 25 Jahre und jetzt soll ich da ständig Medikamente nehmen. Jetzt lasse ich es einmal weg und trinke Tee oder nehme das oder das. Ja, das ist keine gute Idee. Dann ist die Erkrankung wieder da. Aber ergänzend, dass Sie sagen, wenn ich das nehme, dann brauche ich weniger vom Medikament. Das hören wir oft. Ja, aber individuell, das ist ganz wichtig, nicht Versuchskaninchen im negativen Sinn, sondern Versuchskaninchen im positiven Sinn, weil wir heute mehr Möglichkeiten haben als vor 20 Jahren. Da
Eben, gab's das muss nichts man ja anderes. Bedenken natürlich, ja. dass da viel passiert ja. ist in diesen 20 Jahren. Bitte schön. Ja, ganz wichtig, wie ich angefangen habe mit der Rheumatologie, das war ungefähr vor 25 Jahren, war ich jedes Mal einmal pro Woche in der Orthopädie. Weil viele Patienten haben eine Orthopädie gebraucht, orthopädische Untersuchung und natürlich orthopädische Operation. Wir haben jede Woche 3, 4, 5 Patienten zur Operation vorgestellt. Und jetzt, nach 25 Jahren, ganz, ganz selten. Das heißt, wenn man das einfach anschaut, anhand der Operation, hat sich in der Behandlung der chronischen Polyarthritis, im Erfolg der Behandlung der chronischen Polyarthritis, sehr, sehr viel getan. Also die Orthopäden fragen mich, brauchst du es nicht mehr? Sage ich, ja, eigentlich brauche ich dich nicht mehr. Oder ganz selten. Ist auch gut so. Also hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Es hat sich viel getan, aber immer Anfang bei Ihnen vor 20 Jahren war man natürlich auch noch nicht vielleicht jetzt auf dem Stand, wo man jetzt ist. Und die Frau Mühlburger hat offensichtlich die Krankheit für sich einmal so akzeptiert, damals aber irgendwie als Gefühl gehabt, es gibt keine Plattform, wo sie sich mit anderen Betroffenen austauschen kann. Und dann haben Sie ja, glaube ich, mit Ihrem damals behandelnden Arzt auch die Initiative ergriffen. Ja, da habe ich dann mit ihm die erste Selbsthilfegruppe gegründet. Das war 2002, glaube ich, war das. Und da sind wir eben auch, da haben wir einen Ausflug gemacht in den Heilstollen und haben uns alle 2 Monate eben getroffen, haben ausgetauscht, dieses Wehwehchen, dieses Wehwehchen. Mir ist es dann eben wieder besser gegangen und haben eigentlich dann die Selbsthilfegruppe wieder verlassen. Ja, Herr Dr. Heider, Aufklärung und Information sind wichtig, sollte ja. auch vom Bestand sein. Darum hat man ja vor 4 Jahren auch die Rheumaschule Tirol gegründet. Ja, also diese Rheumaschule Tirol ist eine Initiative praktisch aller in Tirol tätigen Rheumatologinnen und Rheumatologen. Und wir haben uns zusammengetan und wir haben die gute Situation, dass wir uns in Tirol sehr gut verstehen und haben gesagt, wir möchten etwas entwickeln, dass wir unsere Patienten gut und besser informieren können. Sie alle kennen die Situation, sie kommen ins Krankenhaus, in die Ambulanz, es ist viel Betrieb, sie haben 5 Minuten Zeit, irgendwas zu reden. Wenn sie bei der Tür draußen sind, fallen ihnen 5 Fragen ein. Das Gleiche ist, wenn sie zum niedergelassenen Arzt gehen. Es ist einfach ein Stress und es fehlt die Zeit zu sprechen. Und jetzt haben wir gesagt, wir bieten außerhalb des Krankenhauses, außerhalb der Ordinationen, eine Möglichkeit, in kleinen Gruppen zu bestimmten Erkrankungen, zu bestimmten Behandlungsmethoden rheumatischer Erkrankungen ausführlich und in einem entspannten Rahmen mit einem Rheumatologen, einer Rheumatologin zu sprechen. Und wir haben oft auch noch Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Diätologinnen dabei, um einfach das Thema Rheuma in seinen vielen Facetten abzuhandeln. Und das Ziel ist es, dass Menschen, die von bestimmten Erkrankungen betroffen sind, wenn ich jetzt Sie als Beispiel nehmen darf, es gibt das Modul Rheumatoide Arthritis zum Beispiel, da kann man dann, wenn man weiß, man hat die Krankheit, hingehen, da ist dann ein Rheumatologe, eine Rheumatologin, dann reden wir ausführlich über das Krankheitsbild, dann können Sie Fragen stellen in kleiner Gruppe und dann gibt es noch entweder Physiotherapie, Ergotherapie als Ergänzung dazu. Das ist das Angebot, was mittlerweile über 1000 Betroffene in Anspruch genommen haben in diesen letzten 4 Jahren. Wir haben eine sehr, sehr gute Resonanz, weil es wirklich, ich glaube, ein gutes Forum ist, sowas zu machen. Und wir sind stolz darauf, dass das so geworden ist. Und es ist schon etwas, was es eigentlich in dieser Form nur in Tirol gibt. Und ich glaube, das ist schon ein Angebot, das auch die Betroffenen einmal nützen sollten, weil je besser sie über die Krankheit, über die Medikamente informiert sind, desto weniger laufen sie Gefahr, einmal ein Medikament abzusetzen und was auszuprobieren oder irgendeine falsche Idee zu ihrer Erkrankung zu haben. Wenn sie wissen, was die Krankheit kann, was die Krankheit macht und wenn sie wissen, warum sie ein Medikament nehmen, dann nehmen sie es auch lieber, als wenn sie das Gefühl haben, ich schluck das und es tut sich nichts oder es tut sich zu wenig. Und wenn ich das noch schnell sagen darf, wir haben draußen dann aufgelegt für nachher die aktuellen Broschüren von der Rheumaschule Tirol, also die Kontaktadresse.
Und wir haben auch das Programm für den Herbst, das wir anbieten, diese 5 Module draußen aufliegen. Also wenn etwas dabei ist, was Sie interessiert, probieren Sie es aus. Es ist ein guter Rahmen, netter Rahmen. Der Dozent Gruber ist dabei und praktisch alle Rheumatologinnen und Rheumatologen des Landes. Wir haben bewusst nicht dabei stehen, wer den Vortrag hält, um jetzt nicht irgendwelche Vorurteile oder wie auch immer zu haben, dass man nicht zu seinem eigenen Doktor hingehen will, sondern lieber jemand anderen hören will. Aber Sie können sicher sein, die Informationen sind immer gleich gut und gleich wertvoll. Rheumaschule Tirol, kann man sich dann noch genauer informieren. Dann kommen wir eigentlich schon zur Abschlussrunde. Aufklärung ist ganz wichtig, Behandlung ist notwendig und Forschung ist zukunftsweisend. Wo steht man denn in der Rheumaforschung? Also Rheuma ist noch nicht heilbar, haben wir gehört, aber wie weit ist man denn und wird es einmal heilbar sein? Ist das denkbar? Möglicherweise, wenn man die Ursache kennt, aber was ich vorher schon gesagt habe, es hat sich in den letzten 20, 25 Jahren extrem viel getan. Vor 20, 30 Jahren hat man eigentlich nur das Cortison gehabt, dann die sogenannten nichtsteroidalen Antirheumatika, das kennen Sie alle, diese klassischen Schmerzmittel, und die physikalische Therapie. Und dann ist das Methotrexat gekommen und seitdem hat sich immens viel getan. Das heißt, wir verstehen die rheumatische Erkrankung viel besser, wir können gezielt eingreifen, wir greifen sehr, sehr selektiv ein und versuchen wirklich die Nebenwirkungen hintanzuhalten. Und ich glaube, es wird sich in den nächsten Jahren noch viel mehr tun. Und was wesentlich ist, die Rheumatologie, glaube ich, war der Schrittmacher für viele andere Fachrichtungen. Unsere Rheumamedikamente werden zum Beispiel von den Augenärzten verwendet, bei der chronischen Augenentzündung. Unsere Rheumamedikamente werden verwendet in der Gastroenterologie, in der Dermatologie etc. etc. Das heißt, und was auch ganz wesentlich ist, wir befruchten uns gegenseitig. Wir verwenden Medikamente, die in der Hämatologie bei Bluterkrankungen ganz erfolgreich sind und nehmen sie an und nehmen sie in Kombination an. Das heißt, es tut sich sehr viel und das möchte ich auch noch betonen, wir sind ein Team sozusagen. Wir brauchen den Gastroenterologen, wir brauchen den Hautarzt, den Augenarzt etc. Einfach, um das Rheuma besser zu verstehen, vernetzt zu sein, gemeinsame Projekte zu entwickeln. Das passiert, wenn Sie zu großen rheumatologischen Kongressen fahren, werden Sie sehen oder sehen Sie, dass da sehr, sehr viel Forschung gemacht wird. Und das ist auch der Vorteil von der Klinik Innsbruck. Das heißt, ich war ja vor 20 Jahren in England an dem Institut, wo die Rheumaforschung oder die Rheumamedikamente, von denen wir jetzt sprechen, entwickelt worden sind. Und von dort aus ist das Ganze ausgegangen. Und das war der Impetus, der Antrieb für die ganzen Medikamente. Und jetzt ist weltweit, wird intensiv geforscht. Und intensiv geforscht heißt natürlich, dass sehr viel Geld benötigt wird, aber es braucht sehr viel Kooperation. Weltweit, österreichweit, lokal. Und da ist die Innsbrucker Klinik, denke ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Wir sind im Zentrum, wir sind vernetzt, wir tauschen uns aus, wir fahren zu Kongressen, präsentieren dann unsere Forschungsergebnisse und sind natürlich auch in Kontakt mit vielen anderen Leuten. Und ich denke, wir haben sehr, sehr viel erreicht in der Rheumatologie und in den nächsten 10 Jahren werden wir vielleicht noch mehr verstehen. Und vielleicht auch verstehen, und das ist, was der Kollege Halder schon angesprochen hat, welcher Patient profitiert genau von diesem Medikament. Wir wissen in der Gruppe, wenn wir 10 Leute hernehmen, wir wissen, dass es bei diesen Leuten wirkt. Aber wir wissen noch nicht genau, warum es dieses Medikament bei dem wirkt und warum bei dem nicht. Das heißt, das ist unser Ziel. Und das heißt, das, glaube ich, ist weltweit momentan eines der wichtigen Punkte, um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, ob man Rheuma wirklich heilen kann, möglicherweise, aber wahrscheinlich nie ganz. Gell? Außer man findet wirklich diese Ursache. Aber ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, es ist so komplex. Und die rheumatischen Erkrankungen sind nach meiner Ansicht die komplexesten Erkrankungen. Und nachdem es so komplex ist, wird es wahrscheinlich, und es mehrere Ursachen hat, wird es wahrscheinlich nicht gelingen, wirklich die eine Ursache rauszufischen und das zu behandeln und damit das Rheuma zu heilen. Aber wir haben wirklich extrem viel erreicht. Und das ist, glaube ich, eine Botschaft, die man mitnehmen soll vom heutigen Abend. Die Frau Mühlburger hat sich mit ihrer Form zumindest der Erkrankung arrangiert, vielleicht doch andenken, wieder mal ein bisschen mit Medikamente einstellen lassen. Es ist ja doch viel passiert. Aber von sich aus jetzt selber, von Ihrem Gefühl, was würden Sie gerne
Menschen, die das Gleiche haben wie Sie oder eben diese Schmerzen kennen, mitgeben oder sagen? Oder sagen möchte ich eigentlich, es gibt noch Schlimmeres, wie was wir haben. Ich war 17 Jahre lang Trainerin für die Behinderten im Rollstuhl. Wir kommen ja wieder im Weg noch, aber die sitzen ein Leben lang. Die kommen nicht mehr weiter. Und da möchte ich einfach mitgeben, es ist momentan aussichtslos, meinen wir, ein heilloser Schmerz, aber es gibt immer noch Schlimmeres. Aber ich wünsche euch alles Gute. Das ist natürlich ein Paradepatient, wenn man das sich so mental irgendwo auch noch, sage ich mal, mit dem, es gibt immer was Schlimmeres, aber schöne Gedanken. Abschließend, Herr Dr. Halder, es gibt nicht viele Rheumatologinnen in Tirol oder zumindest zu wenig. Das heißt, oft lange Wartezeiten für die Patientinnen und Patienten. Und jeder weiß, wenn man weh hat, dann will man am liebsten sofort und auf der Stelle Hilfe. Wie gibt es da, oder gibt es da Lösungen? Wird da an Lösungen gearbeitet? Naja, die Lösung wäre, mehr Rheumatologinnen und Rheumatologen zur Verfügung zu haben. Die Realität ist, dass es einfach wenig gibt davon. Womit es zusammenhängt, ist schwer zu sagen. Momentan müssen wir damit leben, dass wir relativ wenig sind. Das ist kein Tiroler-spezifisches Problem. Das ist in ganz Österreich, mit Ausnahme von Wien vielleicht, ein Thema. Und damit wirklich gelingt, dass die Patientinnen und Patienten, die wirklich uns als Fachleute, als spezifisch dafür Geschulte und Ausgebildete, dass wirklich die rechtzeitig zu uns kommen, muss es einen Filter im Vorfeld geben. Und dieser Filter soll und kann und muss der Hausarzt und die Hausärztin sein. Das sind die, die sich mit Rheuma auch gut auskennen. Das sind die, die erkennen, ob sie eine entzündlich-rheumatische Erkrankung haben, ob sie eine Arthrose haben. Und das sind auch die, die erkennen, ob sie jetzt dringend einen Rheumatologen oder eine Rheumatologin brauchen. Und deshalb ist es wichtig oder wäre es für uns sehr hilfreich, wenn es im Vorfeld eine Abklärung durch einen Hausarzt, einen praktischen Arzt, eine praktische Ärztin geben würde und die dann gezielt bei uns, sei es in Innsbruck, in Hochzierl, in den anderen Rheumaambulanzen oder bei Rheumatologinnen einen Termin ausmachen und sagen, ich habe jemanden, den sollte jetzt möglichst schnell anschauen und dann können wir das auch. Ja? Wir alle haben das Problem, dass wir viele Patienten haben, die kommen, die letztendlich viele Termine benötigen und dann passiert es immer wieder, dass die es jetzt akut bräuchten, auch 4 Wochen oder 6 Wochen warten müssen. Und dann denken wir uns, schade, das hätte früher sein sollen. Also viel mehr Rheumatologinnen werden es in nächster Zeit nicht werden, nehme ich mal an. Darum erste Instanz wirklich schauen, wie weit der Hausarzt helfen kann und dann da drinnen sein, quasi in so einem Rädchen, dass es möglichst schnell geht, bis man bei Ihnen landet. Ich sage danke für eine, glaube ich, sehr aufschlussreiche Diskussion. Falls jetzt von Ihnen, meine Damen und Herren, allgemeine Fragen zum Thema Rheuma noch zu stellen werden. Wir haben zwei Mikrofone. Kurzes Handzeichen, 2 Mikrofone und dann gerne an die jeweiligen Diskutanten richten, wenn Sie mögen. Wenn es was Persönliches, Spezielles ist, ist es, glaube ich, dann einfach angenehmer, wenn man es im Anschluss im Foyer draußen macht, unter 4 Augen. Bitte vorne in der ersten Reihe, die Dame. Ich hätte gern gewusst, wie dann den wirklichen Unterschied zwischen Arthrose und Rheuma. Na, das ist natürlich eine sehr lustige Frage, wenn ich ehrlich sagen darf, weil ich habe gesagt, dass Rheuma keine Diagnose ist. Und Arthrose ist natürlich die häufigste Form von Rheuma. Das heißt, wir haben oben Rheuma und dann gibt es entzündliches Rheuma, nicht entzündliches Rheuma, zum nicht entzündlichen Rheuma gehört Arthrose dazu. Das heißt, Arthrose ist die häufigste Form von der rheumatischen Erkrankung. Ja? Genau wie Gicht, würde auch manche Leute sagen zu mir, ich habe kein Rheuma, ich habe Gicht. Aber natürlich ist Gicht die Rheumaerkrankung der Männer, ganz klar. Eine kurze Frage. Ist Rheuma, kann man das im Blut erkennen? Vor 40 Jahren hat es bei mir geheißen, ich habe Rheuma im Blut.
Ich nehme an, dass Sie auf den sogenannten Rheumafaktor ansprechen. Das ist etwas, was man im Blut feststellen kann. Da gibt es den Rheumafaktor, es gibt sogenannte antinukleäre Antikörper, es gibt einen CCB-Antikörper, es gibt HLA-B27. Es gibt eine Reihe von Blutbefunden, die bei Menschen mit rheumatischen Erkrankungen häufiger auftreten als bei anderen. Ja, das, was in der Rheumatologie gilt, solange Sie keine Beschwerden haben, die zu einer bestimmten Erkrankung passen, ist ein niedertitriger Rheumafaktor, wie wir nennen, also ein wenig Rheumafaktor im Blut, mit zunehmendem Lebensalter häufig. Ja, Faktoren wie HLA-B27 sind vererbt. Das heißt, wenn Sie in der Familie irgendwo mal jemanden gehabt haben, der diesen Faktor im Blut hat, dann wird es weitergegeben. Und wir wissen, Menschen, die diesen Faktor im Blut haben, haben ein höheres Risiko, bestimmte Erkrankungen zu bekommen. Aber es ist nie so, dass man Blut abnimmt, dann sieht man, ich habe Rheuma und eigentlich ist man beschwerdefrei. Ja, es sollte immer umgekehrt sein. Sie haben Beschwerden und dann sucht man gezielt nach Blutbefunden. Und wenn die Blutbefunde, wie der Dozent Gruber am Anfang gesagt hat, Hilfsbefunde zu den Beschwerden passen, dann ist es ein Baustein zur Diagnose. Noch weitere Fragen, sehr gerne, wenn Sie mögen. Das Beste, was es gibt. Das kriege ich dauernd, mehr tue ich nicht. Weil Kur gibt es keine für mich, weil man selbstversichert ist. Nicht? Das ist klar, nachher kriegst du keine. Dann muss man sich selbst behandeln. Also ich habe immer Behandlungen für die Hände, für Arthrose, Arthritis. Und geht wieder ganz gut. Zeidel mache ich jeden Tag selber. Mache Massagen jeden Abend. Das mit Johannisöl und Kraut einreiben. Nächstes Heilmittel. Also das mache ich gern, tue ja mischen und es geht sehr gut. Man versucht mit allen Möglichen, aber es geht, okay. Wenn momentan geht es scheiße. Ich weiß nicht, was es ist. Momentan geht gar nichts. Die Füße tun weh, Knie tun weh, das Gestell tut oben weh, also ich kann mich kaum bewegen. Es ist momentan ist eingeschossen. Ich weiß nicht, was es ist. Das nasskalte Wetter. Das muss das Wetter sein. Ja, Wärme ist besser. Also ich kann in 40 Grad Wasser rein, herrlich. Ich muss gleich die Füße raushängen wegen die Venen nicht. Also die habe ich immer rausgekriegt. Also es sind unglaubliche Unterschiede. Ja, ganz klar. Dann nichts wie ab in den Heilstollen, oder? Ja. Das ist, was ich gemacht habe früher. Ich bin Schallerbach, Schwefel. Schwefelbäder gemacht, das hat mir ein Jahr immer geholfen. Da habe ich keine Beschwerden in die Gelenke gehabt, nichts. Na gut, das komme ich nicht mehr runter, jetzt ist es zu weit weg. Jetzt mache ich halt keine mehr, Schwefel war ja ganz gut. Nicht? Aber ja. Das gibt es bei uns nicht, Schwefelbäder, also ich weiß nicht, wohl ein Ding und wie heißt es? Es gibt ja auch wohl in Bad Hering, ja, Bad Hering soll es auch nicht geben. Ja. Gibt es eigentlich eine Prophylaxe? Kann man Rheuma vorbeugen? Gesund leben. Wie immer, bei jeder Krankheit. Aber insofern, was ich vorher gesagt habe, die wesentliche Prophylaxe ist natürlich, das Rauchen aufzuhören. Ich glaube, das ist ganz klar. Weil Sie können das Geschlecht nicht ändern, Sie können das nicht ändern. Ernährung machen Sie von vornherein schon meistens ganz gut. Das Einzige, was Sie wirklich machen können, Rauchen aufzuhören. Die Ernährung, da haben wir gar nicht ganz kurz. Ernährung, hat das einen Einfluss? Naja, es gibt keine Rheuma-Diät, das ist auch ganz klar. Es gibt nur eine Diät bei Rheuma-Erkrankung bei der Gicht, das ist ganz klar. Da müssen Sie schauen, dass Sie mit der Ernährung, oder auch nur zu einem gewissen Prozent, so 20-30%, können Sie die Harnsäure dadurch senken. Aber bei der entzündlich-rheumatischen Erkrankung gibt es keine spezifische Rheuma-Diät. Aber Leute berichten, und das ist auch nachvollziehbar, auch von der Pathophysiologie nachvollziehbar. Wenn Sie bestimmte Dinge weniger essen, zum Beispiel Fleischprodukte weniger essen, geht es Ihnen besser. Das ist auch richtig so. Das heißt, da kann man schon schauen, wenn man sagt, okay, mir geht es besser, wenn ich weniger Fleisch esse, mehr Gemüse, die sogenannte mediterrane Kost mache, dann ist es eine optimale Unterstützung zur Rheumatherapie. Aber noch einmal, es gibt keine spezifische Rheumadiät. Noch Fragen? Ja, dann... Keine, eine letzte noch, ja. Entzündlich ist oder dass eine normale Arthritis ist. Wann weiß ich, das ist jetzt entzündlich? Ja, wenn Sie den Namen Arthritis sagen, ist es per se schon, also im Namen schon Entzündung. Weil die Itis ist immer die Entzündung. Das heißt,
Das heißt, wenn Sie Polyarthritis haben, gehört sie ganz klar zu einer entzündlich rheumatischen Erkrankung. Also Kollege Halde hatte die Frage schon beantwortet mit dem Schub. Das heißt, es gibt natürlich auch da Phasen, wo Sie praktisch nichts spüren. Aber trotzdem bleibt es eine entzündlich rheumatische Erkrankung. Gell? Ganz wichtig. Das heißt, wenn Sie mal so eine Diagnose haben, bleibt es immer eine Entzündung. Das heißt, im Wesentlichen müssen Sie eine Dauertherapie machen, aber es kann sein, dass es einmal besser geht und man diese Dauertherapie zum Beispiel die Intervalle streckt etc. etc. oder das Medikament ein bisschen reduziert. Das können Sie machen, in Absprache mit dem Arzt. Aber im Wesentlichen bleibt es die Entzündung. Wenn man es ganz einfach formuliert, dann ist Entzündung ist rot, Entzündung ist warm, Entzündung ist geschwollen und Entzündung tut weh. Wenn Sie das, dann ist es eher Arthrose, also degenerativ. Fibromyalgie. Ja, gut. Gute Therapie. Ja. Und trotzdem tun Sie in der Nacht sehr. Das müssen wir wirklich abklären, weil das kann man schwer so jetzt wahrscheinlich sagen, ohne dass man die Patientin genau kennt ganz und den genau. Fall kennt. Auf jeden Fall bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Eine letzte Frage hätte ich noch, bitte. Bitte, gerne, wenn sie der Allgemeinheit dient. Herr Dozent, Hanfpflanze, was sagen Sie dazu? Ist ja jetzt auch in vieler Munde. Ich hab persönlich keine Erfahrung damit, muss ich ganz klar sagen. Aber ich höre das immer öfter, und weil meine Infusion, was ich momentan kriege, kostet 2000 Euro und ich bekomme sie einmal im Monat. Und da denke ich mir aber, diese Hanftropfen, was es gibt, sind eigentlich ein bisschen günstiger. Es ist keine adäquate Rheumatherapie. Wer was gegen den Schmerz? Ja, möglicherweise. Keine Äußerungen von den Herren. Aber eine Dame, ich weiß nicht, wollen Sie dazu was sagen? Ja. Ich bin zu See gefahren, ich habe auf 4 Kontinenten gelebt und habe verschiedene Krankheiten auch mitbekommen im Lauf meiner Berufsbahn. Arnika ist ein Wundermittel. Hanf ist keine heimische Pflanze und ich rate Ihnen das ab. Mehr will ich darüber nicht erzählen. Ich kenne Studien aus Mazedonien, dass das beste Opium der Welt hat. Und dort ist Alkaloid Skopje und mein Onkel war Professor. Die Leute kennen sich aus, weil es eine heimische Pflanze ist. Das ist aber keine Tiroler Pflanze. Okay. Und sie können nicht auf den Mond schauen, wie die Bäuerinnen, die den Kindern das geben, ab gewissen Tag, wie der Mond steht und die Sterne. Und ab gewissen Tag, wo das Kind ein Jahr ist, hören sie auf. Und kein Kind ist je drogensüchtig geworden, in anderen Gebieten schon. Aber Arnika, immer wenn ich in der Nacht aufgewacht bin von Schmerzen, Arnika ist ein Wunderwutzi. Tinktur kostet 10 Euro in der Apotheke oder Sie können es selber machen. Arnika hat mir in allem geholfen. Und ja, Thermelengenfeld. Wenn jeder so seines findet, so alternativ ergänzend, egal was es ist, ist doch was Schönes. Und die Arnika ist ja was, die kann. Ja, danke vielmals. Auf ein Glasl darf ich Sie einladen, auf ein Glasl nach Ihren Wünschen draußen im Foyer. Danke an meine Gäste, an den Dr. Johann Gruber, an die Frau Boyer-Mühlburger und an den Dozent Wolfgang Halder. Ganz kurz noch interessant für Sie, unser 13. Tiroler Gesundheitsgespräch ist am 12. November ein Thema, das uns alle interessiert oder angeht, Schnarchen und gesunder Schlaf. Freue ich mich auf Sie.